Jährlich sterben 3000 Menschen durch Vergiftungen verschiedenster Ursache. Kohlenmonoxid und Alkohol sind dabei die häufigsten. Plutonium, Arsen und Spitzenhäubchen kommen eher selten zur Anwendung. Aber auch die Natur bietet gute Möglichkeiten. Pilze, Inland-Taipan, Fugufisch. Sogar der Samen des Wunderbaums kann tödlich sein. Die Paternosterbohne befördert einen schon einzeln ins Jenseits. Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Kurz zur Erläuterung, der Samen des Wunderbaums. Der Samen des Wunderbaums enthält Rizin. Das ist das Zeug, mit dem der Islamist in Köln-Chorweiler einen Attentat plante. Rizin, Rizinus, gleiche Pflanze, andere Verarbeitung. Sie kennen das noch. Das Rizinus, das ist ein Öl, nach dem man muss. Aber wissen Sie, was wirklich gefährlich ist? Das Pausenbrot. Das gute deutsche Pausenbrot. Die Knifte, die Schachtwacke, die Bämme, die Stulle. Ja, die Stulle ist gefährlich. Und zwar nicht, weil da jetzt immer irgendeine Gurkenscheibe und ein Salatblatt auf dem Käse ist. Nein, in der Stulle kann Blei sein. In Schloss Holte-Stukenbrock, das ist bei Paderborn, hat der Angestellte einer Armaturenfabrik über mehrere Jahre 21 Kollegen vergiftet. Mit Bleisulfat. Auf dem Pausenbrot. Hey, und bei Bleivergiftung, da denken Sie ja auch sofort an... Richtig, die basophile Tüpfelung der Erythrozyten. Und weil die Symptome so sehr individuell sind, der eine fällt ins Koma, der andere stirbt am Nierenversagen, wieder einer bekommt ein Karzinom und der nächste einen Herzinfarkt, da fällt das gar nicht auf. Wegen dem Faktor Zeit. Weil über Jahre hinweg das Pausenbrot mit Bleipulver geimpft wurde. 21 Todesfälle. Aber so ist es nun mal. Deutsche Gründlichkeit. Da muss ein Islamist lange für stricken. Ne? Ja, schönen Urlaub. Apropos Urlaub. Toxikologen warnen, auch eine Kokosnuss kann tödlich sein, wenn sie einem auf den Kopf fällt. Ja.